Einsatzbefehl für Florian 2 am alten Frachtmittelgate. Wurde uns ein Brand gemeldet. Wieder kleinere Sachen nur. KfD wird auf der Karte angezeigt. Alles klar. Dann drehen wir nochmal. Wir waren jetzt gerade quasi da. Anscheinend haben wir sowas wie einen Brandstifter hier. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Mussten doch nicht drehen, sondern waren schon auf dem richtigen Weg. Nur noch 2 Minuten. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Wichtig ist nur auch, dann denke ich jetzt gerade erst dran, den Tank im Auge zu behalten. Hier eigentlich um die Ecke irgendwo sein. Kann allerdings hier noch nichts feststellen. Keine Rauchentwicklung oder sonstiges. Wir fahren mal weiter und erkunden noch ein bisschen. Hier in der Ecke ist auch nichts. Sieht alles gut aus soweit. Kann das Horn mal aus. Sind jetzt anscheinend eingetroffen. Ah, haben da vorne auch wieder eine leichte Rauchentwicklung. Ah, und da haben wir den Übeltäter doch auch schon. Warnblinker rein, aussteigen, Feuerlöscher. Einsatz erfolgreich. Sehr schön. Warnblinker aus. Blaulicht aus. So langsam kommt schon ein bisschen Routine rein. Straße finden. Und eigentlich können wir das Licht auch schon wieder einschalten. Jetzt 19 Uhr. Das heißt, wir haben die Hälfte unseres Dienstes auch schon erledigt. Fahren jetzt hier allerdings dann doch nochmal querfeld ein, um schnellstmöglich wieder zu unserem Zaun zu kommen. Ja, mit der Zaunkontrolle sind wir jetzt insgesamt noch nicht so wirklich weit gekommen. Aber wir halten hier mal weiter die Augen offen. Kann sich jetzt im Laufe des Tages natürlich auch schon wieder verändert haben, die Situation hier. Schauen wir mal. Recht viel Gestrüpp hier drumherum. Was haben wir da gehabt? Ein Ausrufezeichen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was dieses Fragezeichen jetzt, das Ausrufezeichen jetzt zu bedeuten hat. Wenn jemand von euch da mehr Ahnung hat als ich, vielleicht einen Vorgänger schon gespielt hat, oder sich das Handbuch vielleicht besser durchgelesen hat als ich, der kann mir gerne in die Comments schreiben, was das für ein Ausrufezeichen ist. Ich werde jetzt erstmal weiterfahren. Und schauen, ob sich noch was finden lässt. Wäre das ja ein Loch im Zaun gewesen, dann denke ich mal, hätte man das dann auch tatsächlich gesehen. Und dann werde ich das mit Sicherheit auch direkt funken können. Ja, merken wir uns mal die Position da. Am Ende von 06. Vielleicht führt uns da ja nochmal irgendwas hin und wir können dieses Mysterium auflösen. So, hier sieht auch alles gut aus soweit. So langsam wird es schon wirklich ziemlich dunkel. Aber hier sieht auch alles gut aus. Ja, ich denke mal, so eine Zaunkontrolle hier, wenn man die wirklich einmal ohne andere Einsätze anzunehmen mal durchfährt, dauert wahrscheinlich so um die 10 Minuten, könnte ich mir vorstellen. Also zumindest, wenn man auch tatsächlich immer
den Zaun versucht im Auge zu behalten und nicht einfach nur wie wild dran vorbeifährt. Auch hier sieht der Zaun gut aus. Wir fahren ein paar Blümchen platt. Aber von der Straße, wenn denn hier sogar nicht, da ist zwar jetzt eine Straße sogar in der Nähe, aber von da aus, glaube ich, sieht man nicht so wahnsinnig viel. Vor allem, da die Straße jetzt auch wieder weg von dem Zaun führt. Bleiben wir mal bei unserer bis gerade angewandten Taktik. Im Außenbereich des Sportflughafens wurde ein Brand gemeldet. Wieder eine Kleinigkeit. Alles klar, Einsatz übernehmen. Und dann fahren wir erstmal auf die Straße. Und dann geht's los. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass die Einsätze, so schön das natürlich auch ist, viele Einsätze zu haben, aber dass die Einsätze jetzt regelmäßig hinter uns stattfinden und nicht vielleicht vor uns, dass wir die Zaunkontrolle weiter durchführen können, das ist natürlich sehr zeitaufwendig jetzt hier. Ich hoffe mal, dass wir die Zaunkontrolle überhaupt noch fertig kriegen in dieser Schicht, sonst wird der Zugführer mit Sicherheit nicht so gut zu sprechen sein auf mich bei der nächsten Schicht. Und das wollen wir natürlich nicht. Wo ich ja am ersten Tag schon zu spät gekommen bin. Geht natürlich gar nicht. So, da hinten haben wir wieder unsere Rauchentwicklung. Und haben hier wieder das gleiche Problem. Haben hier wieder einen brennenden Müllcontainer. Ja, der Qualm, finde ich, sieht ganz nett aus, dass man das von so weit auch sieht. Auch wenn das Blaulicht an ist, das sieht schon ganz nett aus. Die Models von den Fahrzeugen, naja gut, da lässt sich drüber streiten. Aber ich muss sagen, bislang gefällt mir das schon ganz gut. Für so auf jeden Fall mal zwischendurch. Der Einsatz ist beendet. Und wir können wieder aufsitzen. Blaulicht aus. Warnblinker aus. Und wir machen uns wieder auf den Weg zum Zaun. Hier waren wir jetzt vor ein paar Minuten erst. Alles weiterhin gut aus. Oh, dann habe ich noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Oder auch nicht. Im Bereich des Hangars und Lagerhallen vor neuen Fachtermeldung wurde uns ein Brand gemeldet. Kleinere Sache, mal wieder. Alles klar. Los geht's. Jetzt dürften wir sogar eine ziemlich lange Anfahrt haben. Das ist natürlich nicht so gut, deswegen nehmen wir jetzt mal hier die Abkürzung. Machen dann auch das Horn an, damit wir ordentlich gesehen werden. Halten uns links von der Start- und Landebahn. Müssen wir jetzt hier einmal gucken, ob wir kreuzen können. Dann jetzt einmal die große Flugbahn. Aber auch das sieht frei aus soweit. Wie gesagt, ich denke mal, dass ich die Straßenführung hier noch ein bisschen besser drauf bekomme, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Flughafenfeuerwehr hier wie wild über den Flughafen pest, wenn nur ein brennender Mülleimer gemeldet ist. Aber da wir nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, versuche ich natürlich, da so schnell wie möglich hinzukommen. Vor allem auch, da unsere Schicht ja schon fortgeschritten ist und wir mit der Zaunkontrolle immer noch nicht wirklich viel weitergekommen sind. So. Da hinten haben wir auch schon wieder den Rauch. Müssen wir jetzt gleich auch schon da sein. Und natürlich, wer hätte es gedacht, wir haben einen brennenden Müllcontainer.
So, Warnblinker lassen wir jetzt mal aus. Wir haben den Feuerlöscher und haben den Brand gelöscht. Einsatz erledigt. Feuerlöscher weg. Einsteigen. Blaulicht aus. So, wir machen die Zaunkontrolle jetzt mal ganz unkonventionell. Da hinten weiter. Und schauen mal, ob wir vielleicht noch irgendwas entdecken können. Ich denke, das nächste Mal sollte ich das Ganze vielleicht auch ein bisschen organisierter angehen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon gewesen bin gerade. Dann ist jetzt gerade ein Flugzeug gelandet. Ein Nachtlandeverbot scheint es hier nicht zu geben. Oder vielleicht war es auch eine Frachtmaschine. Kurz zur Info, wir nehmen jetzt eine knappe halbe Stunde auf. Und so lang scheint dann auch... Also vermutlich so ungefähr eine Dreiviertelstunde wird dann wahrscheinlich auch so eine Schicht gehen. Da vorne kommen wir jetzt nicht mehr durch. Das hier ist der alte Tower, wenn ich mich richtig erinnere. Wir müssen dann jetzt hier einmal an dem Frachtgebäude vorbei. Und dann die Zaunkontrolle auf dem nächsten Punkt weiterführen zu können. Sehr schön. Sieht auch alles weiterhin gut aus. Keine Vorkommnisse. Ach, da vorne ist das wieder das... Das ist, glaube ich, wieder unser Ausrufezeichen. Kann das sein? Ja, klar. Verstehe ich nicht, dass man da nichts machen kann. Das finde ich sehr merkwürdig. Aber da ist wirklich nichts. Kann man nichts machen. Nicht klicken, nichts drücken, nicht funken. Na gut. Dieses Ausrufezeichen, das verwirrt mich ja jetzt wirklich ein bisschen, muss ich sagen. Da möchte ich ja jetzt dann doch dahinter kommen, was das zu bedeuten hat wohl. Vielleicht ist da ja mal irgendwann ein Loch im Zaun, dass wir da mal hingehen können. Aber hier sieht es soweit weiterhin sehr gut aus. Kein Loch im Zaun. Schon länger keinen Einsatz mehr gehabt, aber es ist ja jetzt auch nachts, da ist vielleicht nicht mehr so viel los. Aber ich denke, für meine erste 24-Stunden-Schicht habe ich schon echt ordentlich was erlebt. Ich weiß nicht, was die Kameraden heute so hatten, aber wir haben direkt das nächste, und zwar im Helikopterflugplatz wurde ein Brand gemeldet. Alles klar. So, trotz Allradantriebs ist er außerhalb der Straße nicht wirklich zügig unterwegs, leider. Das ist ein bisschen schade. Aber macht alles nix. Knüttern hilft nix. So, ich erinnere mich jetzt aber gerade auch, dass wir hier auch eher gefahren sind, als der Zugführer mir den Weg gezeigt hatte. Das heißt, hier wird man dann wohl hoffentlich auch fahren dürfen, vor allem als Feuerwehr. Ja, so, hier kreuzen wir nochmal. Sieht gut aus. Noch eine Minute und 50 Sekunden gleich. Alles kein Problem. Kreuzen nochmal. Sieht gut aus. Und da hinten
dürfte unser Brandstifter wieder zugange gewesen sein. Brennt wieder ein Mülleimer. So, Lampe an. Steigen. Feuerlöscher. Kennen das Prozedere ja inzwischen. Feuer gelöscht. Es ist 6 Uhr und deine Schicht endet. Drücke E, um Feierabend zu machen. Ja, alles klar. Dann schauen wir doch mal, was wir erreicht haben. Schicht beendet. Obwohl du für die Zaunkontrolle eingeteilt warst, wurde eine Beschädigung des Zauns gemeldet. Sei nächstes Mal sorgfältiger, damit du bei der nächsten Zaunkontrolle wirklich alle schadhaften Stellen entdeckst. Ja. Wahrscheinlich hätte ich das Ganze wirklich ein bisschen organisierter angehen sollen. Da ich glaube, 2 oder 3 Mal an derselben Stelle wieder ungefähr angefangen zu haben, das ist natürlich nicht so sinnvoll. Ja, Spieltage haben wir jetzt ein, unfallfreie Tage haben wir auch ein, das ist schon mal sehr gut. Er spielte Punkte 1400, der aktuelle Rang ist Feuerwehrmann. 6 erfolgreiche Einsätze, noch keinen Großeinsatz, noch keinen Fehlalarm. Du benötigst noch 2500 Punkte, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Nach der Beförderung zum Oberfeuerwehrmann darfst du mit dem TLF auch Einsätze auf dem Rollfeld durchführen. Ja, das klingt doch alles sehr gut. Ich klicke auf Speichern. Einem neuen Spielstand, gebe dem mal das heutige Datum. Und zwar ist heute der 10.12. Nennen das Ganze mal Tag 1. Okay. Gut, damit beende ich dann jetzt auch erstmal die Aufnahme hier. Wir sind bei knapp 30 Minuten für den ersten Tag. Denke ich mal, ist das schon nicht schlecht. Wir haben einige Brände gelöscht, konnten das Übergreifen von den Bränden verhindern, haben leider die Zaunkontrolle nicht ordentlich gemacht, dafür wird es das nächste Mal bestimmt Ärger geben, aber ich bin gespannt auf den nächsten Tag und ja, hoffe, das Ganze hat euch auch Spaß gemacht, genauso wie mir, und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!